Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen an den Bildschirmen hier aus unserer Bornimer Kirche mit den Texten und den Worten. Die Lieder vom Nordblech, die kommen aus der Bornstädter Kirche. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, warum. Wir haben in Bornim 3 Grad minus in der Kirche. Wie schön, dass wir jetzt hier in unserer Winterkirche gemeinsam sind und hier dann beginnen. Hallo Mathilde, na dich habe ich lange nicht gesehen. Das ist ja auch kein Wunder, ich sitze noch zu Hause rum. Ja, wem sagst du das? Mir geht's auch nicht anders mit dem Homeoffice. Ich habe Homeschooling. Und wie geht es dir damit? Ach, weißt du, irgendwie komme ich schon zurecht. Trotzdem freue ich mich darauf, wenn ich wieder einen Lehrer vor mir sitzen habe, der mir Sachen erklärt, wenn ich wieder Klamotten kaufen gehen kann und mich mit meinen Freunden treffen kann. Ja, das fehlt mir auch. Ich würde so gern mal wieder schön essen gehen und ins Theater. Ja, ich möchte mich, wie gesagt, wieder mit Leuten treffen, und zwar mehr als nur einer Person. Siehst du denn deine Freunde gerade? Ach, meistens eigentlich nur über Google Meet, über den Bildschirm. Da bauen wir uns dann gegenseitig auf, wenn die Stimmung im Keller ist. Manchmal treffen wir uns auch, natürlich nur zweit, und gehen gemeinsam spazieren. Ach, das klingt aber nicht gerade erfreulich. Ist es auch nicht. Wir sind Jugendliche und führen ein Leben wie Rentner. Ja, die fühlen sich oft einsam. Wie ich aus manchen Gesprächen mit Gemeindemitgliedern kenne, geht es dir auch so? Nein, das nicht wirklich. Ich habe ja meine Familie zu Hause und meine Freunde über Google. Aber naja, würde sich schon gerne mal wieder treffen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, dann rufe ich meine Freundinnen und Freunde an. Reden tut gut. Sich sehen ist aber noch viel, viel besser. Wir wollen gemeinsam
Psalm 31 sprechen mit Worten von Klaus Bastian. Und wenn Sie zu Hause möchten, sprechen Sie doch jeweils den Kehrvers mit. Ich lese ihn einmal. Mein Leben ist geborgen in deinen Händen. Bei dir, Gott, bin ich gut aufgehoben. Mein Leben ist geborgen in deinen Händen. Bei dir, Gott, bin ich gut aufgehoben. Wenn ich Angst habe, wenn ich Trost und Ermutigung brauche, eine Hand, die mich streichelt, eine Hand, die meine Hand hält, und alles wird leichter. Mein Leben ist geborgen in deinen Händen. Bei dir, Gott, bin ich gut aufgehoben. Wenn ich mich freue und ausgelassen umherspringe, zwei Hände, die mitklatschen, wenn ich klatsche, zwei Hände, die meine Hände fassen, und schon drehen wir uns im Kreis. Mein Leben ist geborgen in deinen Händen. Bei dir, Gott, bin ich gut aufgehoben. Wenn ich allein bin, wenn ich mich schlapp und lustlos fühle, eine Hand, die mir einen neuen Weg zeigt, eine Hand, die mich an die Hand nimmt, und langsam spüre ich wieder Begeisterung. Mein Leben ist geborgen in deinen Händen. Bei dir, Gott, bin ich gut aufgehoben. Wenn andere es böse mit mir meinen, mich bedrängen, mir nachstellen und mich verspotten, eine Hand, die mir den Rücken stärkt, eine Hand, die mir Mut macht, und ich lasse mich nicht unterkriegen. Mein Leben ist geborgen in deinen Händen. Bei dir, Gott, bin ich gut aufgehoben. Wenn's mir gut geht, wenn ich mit mir und dem Augenblick zufrieden bin und die Ruhe genieße, zwei Hände, die im Schoß verharren, zwei Hände, die entspannt auf der Lehne ruhen, und der Moment der Stille wird zum Fest. Mein Leben ist geborgen in deinen Händen, bei dir, Gott, bin ich gut aufgehoben. Lasst uns miteinander beten. Gott, du bist für uns wie ein guter Freund oder Freundin. Auch wenn wir dich nicht sehen, gehst du mit uns durch die Zeit. Du willst, dass es uns gut geht und wir getröstet werden. Wir danken dir für deine Liebe und Barmherzigkeit und die Gemeinschaft in diesem Gottesdienst. Gott, ich danke dir für meine Freunde, die mich in diesen schweren Zeiten immer wieder aufbauen und mich zum Lachen bringen. Ich danke für meine Familie, die stets an meiner Seite ist und mich unterstützt. Amen. Friede und Freundschaft sei mit euch allen. Bei dem Thema Freundschaft, da geht mir das Herz auf. Und ich möchte euch als Predigt heute drei kleine Freundschaftsgeschichten erzählen. Die erste Geschichte ist von meiner jüngsten Freundin. Die zweite Geschichte von meiner ältesten Freundin. Und die dritte Geschichte stammt aus dem Buch Ruth, aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Vor 10 Jahren habe ich so gedacht, eigentlich brauche ich keine Freunde mehr. Ich habe genug. Ich kann das gar nicht alles bewältigen.
Aber vor 10 Jahren hat ein kleines Mädchen mich angeschaut und schon war es um mich geschehen und seitdem sind wir Freunde. Gerade war ich 14 Tage im Urlaub und wenn ich dann so entfernt von zu Hause bin, habe ich es schwer, wieder anzukommen. Und das Erste, was ich mache, ich leere den Briefkasten und hole die Post raus. Und diesmal war ein kleiner Brief da. Den habe ich aufgemacht und innen drin Tulpen, schön, dass du wieder da bist. Und ein anderes wunderbares Bild. Und mein Herz hat einen Sprung gemacht und ich war sofort wieder zu Hause und habe mich darauf gefreut, dass ich meine Elise, die mittlerweile 11 Jahre alt ist, wieder treffen kann. Einmal in der Woche treffen wir uns. Und Elise, kann man sagen, lernt mit mir Englisch, weil ich hatte nur 2 Jahre Englisch in der Schule. Sie mittlerweile ja schon fast 6. Und wie wunderbar, auf ihrem Zeugnis konnte ich sehen, eine 1 in Englisch. Und ich habe ein bisschen dazu beigetragen. Und wenn wir Zeit haben, also nicht Hausaufgaben machen, dann malen wir so eine Tulpen oder wir gucken Märchenfilme. Freundschaft ist einfach wunderbar. Meine älteste Freundin ist dieses Jahr 90 Jahre geworden. Und im Sommer habe ich gedacht, was kann ich einer 90-jährigen Frau zum Geburtstag schenken? Und ich habe sie gefragt, was wünschst du dir? Da sagt sie, naja, würdest du vielleicht mit mir noch einmal nach Rinteln fahren, denn dort wohnt meine älteste Schulfreundin. Anfang Juli ein Hotel gebucht, wir beiden los und tatsächlich haben wir die alte Freundin Hanna besucht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie berührend das ist, auf dem Marktplatz mit 92-jährigen Frauen und mit den Rollatoren zu stehen, die überglücklich sind, sich treffen, sich sprechen, sich sehen zu können und natürlich einen großen Eisbecher zu essen. 11 Jahre, 90 Jahre. Freundschaft ist wunderbar. Einmal habe ich den Eindruck, ich bekomme ganz viel, dann gebe ich wieder was, aber es ist ein Geben und ein Nehmen. Die dritte Freundschaft aus dem Buch Ruth. Das Buch Ruth hat nur 4 Kapitel, also es liest sich ganz schnell. Wir haben es hier in der Bibel aufgeschlagen. Dieses Buch erzählt von Naomi, von einer Frau, die mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen aus Bethlehem ausgezogen ist, weil es eine große Hungersnot gab. Und sie gehen ins Nachbarland, in das Land der Moabiter. Ursprünglich, muss man sagen, hatte Israel und Moab nichts miteinander zu tun. Es war regelrecht verboten, sich moabitanische Frauen zu nehmen. Doch manchmal ist das Schicksal so, dass Menschen ihr Heimatland verlassen und das Schicksal hört nicht auf. Zuerst stirbt Noomis Mann, dann nehmen sich die beiden Söhne moabitanische Frauen und dann sterben auch noch diese Männer. Also Noomi bleibt mit ihren Schwiegertöchtern Ruth und Orpa zurück. Frauen in einer Gesellschaft, wo Frauen alleine nicht zählen, sondern immer auf Männer angewiesen sind. Etwa 10 Jahre sind sie im fremden Land und Noomi hört davon, dass es in Bethlehem wieder bessere Zeiten gibt, dass es in Bethlehem wieder Brot gibt und sie beschließt, auf ihre alten Tage zurück in ihre Heimat zu gehen. Und sie geht los mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Und sie fordert sie auf, ihr Lieben, ihr müsst doch nicht mit mir, mit einer alten Frau mitgehen, kehrt zurück in die Häuser eurer Mütter, nehmt euch dort nochmal neue Männer und fangt ein neues Leben an. Orpa, die eine Schwiegertochter, die geht zurück. Und Ruth bettelt und bedrängt sozusagen ihre Schwiegermutter und sagt, ich will mit dir gehen.
Ich will dahin gehen, wo du bist. Ich will deinen Gott annehmen. Schick mich nicht zurück. Eine große Liebeserklärung von einer jüngeren zu einer älteren Frau. Eine unglaubliche Freundschaft. Und die beiden kommen tatsächlich in Bethlehem an. Und durch diese Liebe der beiden Frauen ändert sich das Schicksal kolossal. Ruth, die Ausländerin, findet in Bethlehem einen Mann, den Boas, und bekommt ein Kind. Also ein neues Leben wird geboren. Diesen Sohn legt sie der Naomi in den Schoß und sagt, schau, das ist dein Sohn. Und das Leben von Naomi und Ruth geht in Bethlehem weiter. Gott hat es mit den beiden gut gemeint. Erst sah es so aus, dass gar nichts weitergeht, dass alles verloren ist. Und durch Ruth und durch die Freundschaft dieser beiden hat das Leben einen Neustart bekommen. Und auf diese Art und Weise ist Ruth eine der Stammmütter im Stammbaum von Jesus. Wunderbar. Freundschaft, die Leben schenkt, Leben weitergibt. Und ich wünsche euch allen sehr, dass ihr Freundschaften habt, Freundschaften neu beginnt und auch eure Herzen darüber aufgehen. Amen. Lasst uns jetzt gemeinsam Fürbitte halten. Ein guter Freund von mir ist umgezogen und ich bin froh, dass wir gerade nicht in die Schule müssen. So merke ich nicht, dass er weg ist. Gott tröste mich. Ich denke an alle hochbetagten Menschen. Die Freunde sind schon alle gestorben und nur in der Erinnerung können sie sich begegnen. Gott, wir bitten dich. Hilf jedem Menschen, einen guten Freund zu finden, dem man alles erzählen kann, der immer für einen da ist und dem man sein Leben anvertrauen kann. Einem Freund, der sich bis in den Tod hält und darüber hinaus. Gemeinsam beten wir das Gebet, was uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht mit dem Segen Gottes in die kommende Zeit. Der Segen Gottes von Sarah, Hagar und Abraham. Der Segen des Sohnes von Maria geboren. Und der Segen des Heiligen Geistes, der über euch wacht wie Eltern über ihren Kindern, sei für euch da. Amen.